Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich den Parc Sanssouci und speziell möchte ich euch jetzt einmal das chinesische Teehaus etwas genauer vorstellen. Viel Freude beim Anschauen. Dem exotischen Reiz des chinesischen Teehauses in Sanssouci, das in den Jahren 1754 bis 57 für Friedrich II. Errichtet worden ist, wird sich auch heute kaum ein Parkbesucher entziehen können. Durch den Überseehandel der Holländer mit China kamen Ende des 17. Jahrhunderts Kunsthandwerk aus Perlmut und Lackmalerei, Seidenstoffe und Porzellane nach Europa. An den Fürstenhöfen des Barocks entwickelte sich ein Interesse an der ostasiatischen Kunst, die in der Zeit des Rokoko eine wahre China-Mode entstehen ließ. Neben der Begeisterung für asiatische Luxusgüter wurde durch Reisebeschreibungen und Zeichnungen das Bild eines heiter verspielten Lebensstils der Menschen in China wiedergegeben, das den Wertvorstellungen der gelockerten Lebensführung an den europäischen Höfen entsprach. Um einerseits die Bindung dieses Gartenhauses an den Sanssouci Park, andererseits den Übergang des Gebäudes mit der freien Natur zu erreichen, wählte man als Standort die südöstliche Spitze des damaligen Reh- und Fasanengartens, eines Waldgebietes, der sich im Westen an den Sanssouci Lustgarten anschloss. Nachdem im Herbst 1754 die Entwürfe und Baupläne Johann Gottfried Bührings nach einer Entwurfsskizze Friedrich II. Vorlagen, begann man mit dem Bau. 1755 stand das Haus im Rohzustand und 57 waren die umfangreichen Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Innenausstattung der Kabinette zog sich bis zum Einweihungsjahr 64 hin. Die ungewöhnlich lange Bauzeit von 9 Jahren ist auf den 7-jährigen Krieg zurückzuführen, unter dem die wirtschaftliche und finanzielle Lage Preußens erheblich litt. Erst nach dem Ende des Krieges 1763 wurden die Kabinette im Inneren des Gartenpavillons ausgestattet. Da das Gebäude neben seiner Funktion als schmückende Gartenarchitektur gelegentlich auch als exotische Kulisse für kleinere Festlichkeiten diente, gab Friedrich der Große Order zum Bau einer chinesischen Küche. Über eine kleine Brücke auf der anderen Seite des Kanals entstand 1763 das Küchengebäude. Für das chinesische Haus nahm Friedrich der Große den kleeblattförmigen Grundriss eines 1738 erbauten Gartenpavillons in einem französischen Schlosspark zum Vorbild. An den kreisrunden Bau schließen sich in regelmäßigen Abständen 3 Kabinette im Wechsel mit Freiräumen an. Fast bodentiefe, rundbogige Fenster und Fenstertüren lassen viel Licht in das Innere des Pavillons. Das geschwungene, zeltartige Kupferdach wird in den Freiräumen von je 4 vergoldeten Palmsäulen aus Sandstein gestützt. Eine alte Bezeichnung des 18. Jahrhunderts, Palast der Sonne, trifft auch heute noch zu, wenn man die umfangreichen Vergoldungen an den Figuren, den Palmsäulen, den Fenstereinfassungen und dem übrigen plastischen Schmuck des Teepavillons berücksichtigt, der einst mit solchen raffiniert benutzten Hilfsmitteln seinen besonderen Zauber zu erlangen und auszustrahlen vermag.
Das Ensemble der Figuren und Figurengruppen rund um den Außenbau verkörpert ein musizierendes Orchester mit den verschiedensten Instrumentalisten, einer Tänzerin sowie zuschauenden Gruppen. Hier sieht man eine Gruppe der kaffeetrinkenden Chinesen von Benkert. Ein herrschaftliches Paar hat sich auf Kissen zum Kaffeetrunk niedergelassen, während der bezopfte Diener im Hintergrund darauf wartet, aus einer reich geformten Kaffeekanne weiter einschenken zu können. Der Herr mit den drei strähnigen Bart wendet sich im Gespräch der Dame zu, die eine Perlenkette um den Hals trägt. Dann die Gruppe der Teetrinker von Heymüller. Einer der beiden Chinesen hat soeben die Teeschale bzw. Tasse zum Mund geführt, während der andere hinter den Palmbäumen erhöht sitzend der vor ihm befindlichen Dame einschenkt, die anmutig die Tasse zu ihm emporreicht. Das Gesicht des Einschenkenden ist von besonders fremdländischer Wirkung. Die Gruppe der ananasessenden Chinesen von Heymüller. Zwei Männer lagern bzw. knien in huldigender Haltung vor einer Frau, die auf einem Kissen sitzend die dargebrachte Gabe der beiden Herren, einen Korb mit köstlichen Ananasfrüchten, mit erfreutem Ausdruck bewundert. Etwas abgesondert von den beiden anderen Figuren beobachtet der Herr im weiten Gewand seitlich der Palmsäule die Wirkung des dargebotenen Geschenks, während sein Diener, dessen Hut an einem Band auf dem Rücken herabhängt, den Tragekorb noch mit beiden Armen umgreift. Der Turban kennzeichnet den vornehmen Herrn rechts weniger als Chinesen, sondern als Inder. In dieser Gruppe wird Heymüllers Sinn für lyrische Stimmung bei der Anmut ausstrahlenden Dame besonders spürbar. Über eine Reihe von Stufen gelangt man auf die erhöhte Plattform der Vorhallen und betritt von hier den Mittelsaal. Jede der Vorhallen steht mit dem runden Saal durch eine Glastür in direkter Verbindung. Ja, ihr seid ja gerade so wunderschön am Film schauen und interessiert euch für Sanssouci. Und da habe ich einen wunderschönen Buchtipp für euch, Die kleine Geschichte Preußens von Eberhard Straub. Er beleuchtet hier 500 Jahre preußische Geschichte, die wirklich mehr war als nur Brandenburg und Berlin. Und natürlich auch das Verhältnis zum Deutschen Reich ab 1871. Interessiert euch dieses Thema, dann schaut mal im Online-Store vorbei und ich verlinke euch auf jeden Fall dieses Buch jetzt hier gleich in der Infobox. Den Mittelraum des chinesischen Teehauses nimmt der runde Saal ein, der von einer Kuppel abgeschlossen wird. Über den marmorierten Wänden liegt über einem vergoldeten Hauptgesims eine Zone, die im Sinne der China-Mode ausgemalt ist. Eine gemalte Balustrade liefert den kaum wahrnehmbaren Übergang von der wirklichen zur gemalten Architektur. Hinter der Brüstung erscheinen Gruppen von Chinesinnen und Chinesen, die sich unbekümmert und sorgenlos den feinen Genüssen des Lebens hingeben. Überall drängen sich Affen in die Szenerie und schaukeln an den Ranken, die sich oberhalb der Brüstung dahinziehen. Pfauen, eine große Anzahl von Papageien und sonstige exotische Vögel unterstützen in ihrer Farbenpracht das bunt schillernde Bild.
den Hintergrund der chinesischen Gesellschaft, von der sich einige der Frauen und Männer in ihren weitärmeligen Kimonos neugierig über die Balustrade lehnen und herabschauen, bilden fremdländische Pflanzen und Bäume sowie Tempelgebäude. Zur Aufhebung der architektonischen Schwere und zur Unterbrechung hat der Maler Teppiche und Stoffe über die Brüstung gelegt, die überdies mit Blumen und Früchtekörben geschmückt ist. Von der Kuppel herab hängt ein aus mehreren Teilen zusammengesetzter Kronleuchter mit reichen Rocaille-Formen, der auf die eigenartige Charakteristik des von pflanzlichen Motiven durchdrungenen Gebäudes eingeht, indem er an seinem unteren Ende eine von Blättern umgebene Ananasfrucht trägt. Sein Material ist feuervergoldete Bronze. Die rohen Backsteinmauern des Innenraums sind mit Stuckmarmor verkleidet, während der Fußboden aus echtem italienischen Marmor besteht. Die Fenster und Türen erhielten mit verkleideten Bändern umschlungene Einfassungen. Vom Mittelsaal führen zweiflügelige Bogentüren in die drei Kabinette. Die Wände der Kabinette erhielten hellgrundige, seidene Wandbespannungen mit gemalten Blumenmustern, eine in dieser Zeit beliebte und preiswerte Wandtextilie aus einheimischer Produktion, die sogenannten Pekings. Wie auch hier verwendete Friedrich der Große für die Raumausstattung seiner Gebäude fast nur Stoffe verschiedener Qualität aus preußischen Seidenfabriken. Kleine, erhaltene Reste dieser Wandbespannung dienten bei der Restaurierung 1990 bis 1993 als Vorlage für eine Rekonstruktion des Originals. Zuvor, bereits im 19. Jahrhundert, hatte man allerdings die Bespannung durch bedruckte französische Stoffe ersetzt. Ebenso erfuhren die Deckenmalereien in den Kabinetten eine Umgestaltung oder Erneuerung. Als deren Ergebnis bieten sich jetzt die Blumenkränze dar. Die Parkettfußböden aller drei Räume sind aus Eichenholz gearbeitet worden. Von der ursprünglichen Inneneinrichtung der Kabinette hat sich nichts mehr erhalten. Sie bestand hauptsächlich aus eigenen Sofas, die dem kurvigen Verlauf der Wände angepasst worden waren. Möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viel über die asiatische Kunst und Kultur in Sanssouci erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!